diesen Papieren steht, dass es jetzt weitergeht mit dem Fall um Will Powers und den Steel Samurai. Also geht's jetzt weiter. Wenn er das sagt, dann wird das wohl so sein. Er ist ja der Anwalt. Ich bin also, nur... Man hier. Weiß es nicht. Steht's da wirklich? Ja. Da steht da wirklich. Und hier geht's weiter mit Will Powers und dem Steel Samurai. Tja, krass. Also deine Unterlagen möchte ich auch mal haben. Wir haben gerade die gute Penny gefunden am Set des Mordes. Wir haben gerade die gute Penny am Morden gefunden. Ermordet. Sie mordet da so rum. Sie lebt aber noch. Die Assistentin, die fragen wir jetzt erstmal so ein bisschen aus. Ich glaube, sie ist nicht der Mörder. Scharfsinn. Ich bin einfach... Herr Leutner, können Sie mir irgendwas sagen zum Tag des Mordes? Ja, ich war den ganzen Tag im Studio. Ich war die einzige Assistentin, die an diesem Tag im Einsatz war, verstehen Sie? Nur eine Assistentin? Nun, ja, den Studios geht es derzeit nicht so gut. Aha, den Studios geht es nicht so gut. Und gestern waren nur Proben für unsere Actionsequenzen. Verstehe, prima. Ach, das Foto. Am Morgen haben wir die Actionsequenzen im Personalbereich geprobt. Ach, ist sie das da im Hintergrund? Und sie haben im Personalbereich geprobt und nicht hier, okay. WP, ich sag jetzt mal WP und nicht WP, oder? Ja, WP ja. Würde ich auch sagen. WP und Hammer waren dort zusammen mit allen anderen. Der Personalbereich, der ist dort, wo sich Powers Umkleide befindet, richtig? Ja, genau dort. Nachdem Herr Hammer dort sein Mittagessen verzehrt hatte, ging er zu Studio 1. Dann sah ich WP in seine Umkleide gehen. Das sieht super aus. Das war wirklich super. Aber danach habe ich keinen von beiden mehr gesehen. Okay. Nun gut. Wussten Sie, dass Herr Powers in seiner Umkleide schlief? Nein, da wäre ich nicht reingegangen. Außer ich hätte eine wichtige Nachricht. Ich meine, das ist seine private... Wofür halten Sie mich eigentlich? Echt mal, Mats. Ich überlege mir gerade dieses Gitter, das da offen war. Da könnte ein Kind durch und sie ist ja ein bisschen kleiner. Vielleicht könnte, also nur schon mal als Hintergedanke. Wofür? Nein, ich bin mir sicher, dass sie anständig sind. Tut mir leid. So viel zur Bestätigung von Powers Alibi. Was machen wir, Nick? Wir haben nichts gefunden. Wenn WP der Einzige war, der zum Studio kam, dann muss er der Mörder sein. Sie haben sogar sein Foto. Entschuldigen Sie, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Nicht wirklich. Übrigens, es gibt da etwas, was mir keine Ruhe lässt. Aha! Davon habe ich gesprochen. Ein Hinweis, eine Spur. Nun, wer weiß, aber gleich nach dem fraglichen Mittag spürte ich, da war jemand. Sie spürten? Ja, mehrmals. Vielleicht andere Mitarbeiter des Studios? Nein, das glaube ich nicht. Das Einzige, was geplant war, war die Probe einer Action-Szene. An diesem Tag war ich die einzige Assistentin. Ich habe so ein Gefühl, als wäre es jemand von außerhalb gewesen. Wirklich? Aber warten Sie, wenn jemand hier hineingekommen wäre, hätte die Wachfrau denjenigen da nicht bemerkt? Ja, da hast du recht. Tut mir leid, dass ich keine besseren Informationen für Sie habe. Nein, danke schön. Das hilft uns um einiges weiter. Alles ist hilfreich. Setzen wir diese Wachfrau mal etwas unter Druck. Jemanden spüren. Sie spürten also, dass jemand im Studio war, der nicht zur Filmcrew gehört? Ja, das glaube ich. Das glaube ich wird im Zeugenstand nicht reichen. Nick, was ist mit dieser Wachfrau? Wenn jemand anderes ins Studio kam, muss sie ihn gesehen haben. Okay. Also? Okay, also vielleicht gab es noch jemanden. Die Wachfrau unter Druck setzen. Drücken wir mal ein bisschen. Drücken wir auf die Wachfrau. Ey. Nicht anfassen. Was, Sie sind immer noch hier? Wirklich, Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Wo Sie es gerade sagen. Ach ja. Eine neue Option. Was ist? Ich habe diesen misstrauischen Blick in Ihrem Gesicht gesehen. Ich wollte Sie nochmal zum gestrigen Tag befragen. Sie sind hier um 13 Uhr angekommen, richtig? Und Hammers geschätzter Todeszeitpunkt war 14:30. Sind Sie sicher, dass Powers der Einzige war, der in der Zwischenzeit vorbeiging? So sicher wie nur was.
Aber wir haben einen Zeugen, der meint, jemand von außerhalb wäre hier gewesen. Was? Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie die ganze Zeit aufgepasst haben? Meine Dame? Wer war das? Wer hat Ihnen das gesagt? Wer wagt es, mich in Zweifel zu ziehen? Nick! Nun, siegelköpfiger Trottel, sagen Sie es mir, und zwar ein bisschen flott. Geht ja gut los. Hat sich jemand über meine Arbeit beschwert, ja? Wir haben nur eben mit der Assistentin im Studio 1 gesprochen. Mit der? Die hat nicht einmal eine Vollzeitstelle. All ihr jungen Leute seid halt so, also, das kann man ja überhaupt nicht gebrauchen. Niemand nimmt hier noch Rücksicht auf die Älteren. Respektlos ist das ja alles. Und immer diese Jungen. Und dann explodierte sie. Das vorzulesen ist unmöglich. Ja. Sie ist weg. Aber wenn man ein richtig guter Vorleser wäre. Nun, Nick, das ist unsere Chance, etwas herauszufinden, ohne dass sie uns dabei im Nacken sitzt. Ich habe improvisiert, hast du gemerkt, ne? Ja. So, jetzt endlich mal diesen Monitor. Yes, der Computer steuert die Überwachungskameras des Studios. Nick, vielleicht können wir uns dieses Foto... Der sagt, der Fernseher schaltet sich ab, das wüsste ich aber. Vielleicht können wir uns dieses Foto von Powers auf dem Computer ansehen. Ja, möglicherweise. Soll ich das mit dem Computer probieren? Ja. Dass man da eine Wahl bekommt. Okay, versuchen wir es. Weißt du, wie man damit umgeht, Nick? Sieht so aus, als müsste ich nur ein paar Nummern angeben. Ah, jetzt müssen wir wissen, wie die Nummer war von dem... Mal sehen. Zuerst brauche ich das Datum des Mordes. Sieht so aus, als hätte sich die Kamera um 13 Uhr an diesem Tag eingeschaltet. 13 Uhr, das war, als die Wachfrau in der Wachstation ankam. Geben Sie bitte die Nummer der Überwachungskamera ein. Es war die 307. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, so irgendwas mit einer 3 und einer 7. Wäre korrekt gewesen, Mats. Ja. Da, erledigt. Hey, die Daten von diesem Tag wurden ausgedruckt. Mal sehen, was wir da haben. Ja, wie ich es mir gedacht habe, man sieht nur im Kostüm. Hä? Warum soll das ein Foto von Will Powers sein? Nun, er ist derjenige, der immer dieses Kostüm trägt. Darum hat die Wachfrau wohl gedacht, dass er es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Inspektor mit diesem Foto als Beweis glücklich ist. Irgendetwas ist auf der Rückseite gedruckt. Hä? 15. Oktober, 14 Uhr, Foto Nummer 2. Ich hab noch eins. Dass es noch ein Foto gab. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht gibt es noch mehr Fotodaten von diesem Tag. Ja, eins. Nein, das ist das Einzige, das im Computer vorhanden ist. Wurde also eins gelöscht. Powers? Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay. Hey, Nick. Können wir dieses Foto nicht als Beweis im Prozess verwenden? Ja. Ja. Damit weisen wir die Wachfrau in ihre Schranken. Genau. Damit weisen wir sie in ihre Schranken. Hey, das habe ich gerade gesagt. Wie auch immer. Zeigen wir ihr das Foto und schauen mal, was sie sagt. Warte, lieber nicht. Warum nicht? Es ist nie gut, dem Feind zu früh zu zeigen, was man in der Hand hat. Nick, du bist ja viel gerissener, als ich dir zugetraut habe. Nun, du könntest der nächste böse Richter sein. Hey, warum muss ich der Bösewicht sein? Entspann dich, war nur ein Witz. Sind wir hier für heute fertig? Offensichtlich sind was. Ich glaube, dieses Foto haben wir für den Prozess gebraucht. Dennoch wäre es besser, wenn wir eine Vorstellung hätten, wer wirklich der Mörder wäre. Wow. Vielleicht war es tatsächlich diese Wachfrau? Nee. Glaubst nicht? Ich glaube, es gibt... Also es ist ja... Fortsetzung folgt. Es ist ja noch ein Foto gemacht worden von irgendjemandem. Und da, also kann ich mir... Entweder war sie das halt, die da hingegangen ist. Die eine meinte auch, sie hat eine Präsenz gespürt. Eben, also... Entweder ist die Frau da hingegangen und deswegen wurde das, also die Wachfrau da hingegangen und deswegen wurde das Foto gemacht. Aha. Oder ist es noch jemand da, von dem wir noch gar nichts wissen? Okay, aber von den vorhandenen Personen verdächtigst du gerade niemanden? Naja, ich meine, die Wachfrau... Weil außerhalb gibt es ja nur die Wachfrau und die Assistentin. Die Wachfrau, also die Assistentin schließe ich gerade aus, die Wachfrau hätte zumindest das Motiv, weil sie ja gesagt hat, also im Studio geht es gerade nicht so gut und sie hält das ja auch alles für unfair, dass jetzt der arme Jack Hammer da jetzt immer den Bösen spielen muss und das wäre alles ganz furchtbar und den Will Powers mag sie ja auch nicht so wirklich, also könnt ihr mir vorstellen, dass sie auf, also sie hätte ein Motiv, irgendwie ein ganz cooles, ich weiß noch nicht so richtig, was sie damit bezweckt, weil eigentlich hätte sie ja dann eher Will Powers umbringen müssen. Ja, weil sie mochte den anderen ja offensichtlich. Ja, deswegen gibt das jetzt, ich meine, die Assistentin, da ist halt gerade das Ding, wenn sie
die hätte sich rausschleichen können durch diesen, durch diese Lüftung. Also könnte es sein, dass die fotografiert worden ist. Aber ich weiß, wir werden es rausfinden, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Genau, hier geht es ja noch weiter. Das ist ja noch gar nicht das Ende. Wir machen eine ganz kurze Folge draus. Ja, 8, 10 Uhr Bezirksreihe Nummer 4 sind wir diesmal. Ach, geht schon der Prozess, ja? Naja, klar. Okay, sei gut, dass man noch... Naja, das ist ja das, ne, das Komische, dass das diese sofortigen, kurzen Prozesse sind. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Herr Will Powers. Die Anklage ist bereit, euer Herr, wie immer. Die Verteidigung ist bereit, euer Herr. Oh, sehr schön. Herr Edgeworth, Ihr Eröffnungsplädoyer bitte. Die Anklage wird dem Gericht beweisen, dass am 15. Oktober um 14.30 Uhr der Angeklagte Herr Will Powers den Kollegen Jack Hammer in Studio 1 von Global Studios tötete. Niemand sonst hätte dieses abscheuliche Verbrechen begehen können. Die in dieser Verhandlung vorliegenden gelegten Beweise werden diese Tatsache belegen. Ich verstehe. Schuldig. Sehr schön. Dann würde ich gern Ihre Zeugen hören. Herr Edgeworth, die Anklage darf Ihren ersten Zeugen aufrufen. Als erstes möchte ich ein bekanntes Gesicht, Inspektor Gamschuh, als Zeugen aufrufen. Ach ja. Ja, Gamschuh. Naja, weit kann schief gehen, nicht wahr? Inspektor, würden Sie dem Gericht bitte kurz den Fall beschreiben? Jawohl. Also, ich nehme dazu am besten diesen Übersichtsplan hier. Um den Fall zu verstehen, werfen Sie einen Blick auf diesen Übersichtsplan. Hier ist der Personalbereich. Die Schauspieler gingen dort am Morgen ihre Action-Szenen durch. Dies ist der Haupteingang des Studios. Die Waffrau des Studios arbeitet an diesem Tag um 13 Uhr. Hinter der Waschstation befindet sich ein Tor, sehen Sie? Dahinter sind die Studios. Und hier ist Studio 1. Das ist der Tatort. Hier wurde die Leiche entdeckt. Am Tag des Mordes, den 15. Oktober, waren nur drei Personen hier. Das Opfer, Jack Hammer, der Angeklagte Will Powers und eine junge Frau, die Produktionsassistentin. Bis Mittag befand sich das gesamte Produktionsteam im Personalbereich. Nach dem Mittagessen ging das Opfer Jack Hammer zu Studio 1. Kurz darauf, um 13 Uhr, kam die Waffrau zur Waschstation. Mhm. Moment. Wenn er danach hingegangen ist, muss die Kamera ihn ja fotografiert haben eigentlich. Ne? Ja, weil sie automatisch auslöst. Ja. Und dieses Foto, wenn es gelöscht wird, wenn sie da zu zweit drauf sind oder sowas... Achso, meinst du, dass es bewusst entfernt wurde? Ich glaube, es ist bewusst gelöscht worden, ja. Kann ich mir zumindest vorstellen, ja. Nun überspringen wir mal ein paar Stunden bis 17 Uhr. Das Produktionsteam begab sich zu Studio 1, um dort zu proben. Ich brauche wohl nicht erwähnen, dass die Probe gestrichen wurde. Ja, das... Warum denn? Weiß ich auch nicht. Die Todeszeit war 14.30 Uhr. Der Samurai-Speer, die Mordwaffe, steckte dem Opfer in der Brust. Das sind die Fakten. Zusammengefasst. Soll ich das auch mal wiederholen? Soll ich es mir nochmal anhören? Ja, nee. Können wir ignorieren, ne? Ja. Wir wissen, wir haben aufgepasst. Ich denke, das kann ich mir merken. Die Mordwaffe war also ein Speer? Wie mittelalterlich. Okay. So, jetzt haben wir auch das. Ja. Wir haben das, das Foto und den Plan, oder? Als Beweise in der Gerichtsakte? Ja, wenn die Keycard und sowas, also können wir gleich noch machen. Genau, euer Herr, dieser Fall ist schnell gelöst, wenn man eine Frage stellt. Und diese Frage lautet, was hat die Waffrau an der Waschstation gesehen? Verstanden. Rufen wir die Waffrau in den Zeugenstand. Oh nein. Viel Spaß, Tom, viel Spaß. Viel Spaß uns allen. Würde die Zeugin bitte ihren Namen nennen? Mein lieber Scholli, Sie sehen aber gut aus. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ihr Name bitte. Oh, Süßer, kein Grund rot zu werden. Nennen Sie mich einfach Großmama. Ihren Namen bitte. Oh Gott.
Edgeworth hat wohl Mühe, seine Zeugen dazu zu bringen, Namen zu sagen. Wendy Oldbag, mein Süßer. Aber nenn mich einfach Großmama, das tun schon alle. Als ich jung war, da war doch alles besser. Und die anderen Kinder, die fanden mich auch immer total toll. Da können Sie sich das vorstellen, dass ich mich wurde dann immer Alte genannt. Einspruch! Ich erhebe Einspruch gegen die Geschwätzigkeit der Zeugin. Einspruch stattgegeben! Würde sich die Zeuge bitte auf ihre Aussage konzentrieren? Gerade wo es spannend wird. Können wir vielleicht jetzt die Aussage hören? Die Zeugin hatte am Tag des Mordes Dienst am Haupteingang, korrekt? Ja, doch. Und um zum Tatort zu gelangen, hätte man bei ihm vorbeikommen müssen? Sie kennen sich aus, Süßer. Ihre Aussage bitte. Mann, was für eine Alte. Wow. So, jetzt aber. Okay. Jetzt gut aufpassen, Mats. Ja. Am Tag des Mordes kam ich um 13 Uhr an der Waschstation an. Der arme Hammer und die anderen probten seit dem Morgen. Ich hatte am Morgen einige Rundgänge zu erledigen. Jedenfalls war es 13 Uhr, als ich die Waschstation betrat. Mhm. Von da ab bis 17 Uhr war ich am Haupteingang. Mhm. Also der Mord geschah um 14.30 Uhr, oder? Mhm. Das finde ich interessant, denn um 14 Uhr kam ein Mann bei mir vorbei. Es war Powers, der Mann dort, und er ging in Richtung Studio. Okay. Sie haben den Angeklagten also gesehen? Na schön. Beginnen wir mit dem Kreuzverhör, right? Ja, euer Ehr. Also, hast du sofort einen Gedanken? Naja, erstmal, dass sie sich so sicher ist, dass es Powers ist. War, weil auf dem Foto sieht man nur jemanden im Kostüm, deswegen, es könnte auch jemand anderes gewesen sein. Willst du den Gedanken gleich verfolgen oder erstmal alles angreifen? Ich würde erst nochmal. Also, sie kam um 13 Uhr in der Waschstation an. Das glaube ich jetzt mal. So, seit dem frühen Morgen, das wissen wir jetzt auch richtig. So, jetzt hat ja auch die Assistentin gesagt. Hat auch die Assistentin gesagt. So, und jetzt sagt sie, ihr hätte an dem Morgen einige Rundgänge zu erledigen, aber einfach nochmal nachfragen. Was für Rundgänge? Oh, nun, Sie wissen schon. Beantworten Sie die Frage. Nun, ich sah dem Hammer und Powers zu. Ich beobachtete sie, klar? Mhm. Beobachten? Hätten Sie nicht bei der Wachstation sein sollen? Sie gerne groß. Ich hatte doch das Tor abgeschlossen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich wäre nicht so sicher, ob dein Chef das genauso sieht. Was soll's? Ich gucke bei Hammers Proben immer zu. Immer. Ich habe noch nie eine verpasst, in all den Jahren nicht. Wow. Ich möchte auch so eine Probe mit dem Stil-Samurai sehen. Du könntest das mit dem Medium sein lassen und als Wachfrau einsteigen. Keine schlechte Idee. Doch. Doch. Okay. Darf man, woher sie das weiß, also dass sie sich da sicher ist? Haben Sie das Opfer gesehen? Genau. Ob ich den armen Hammer gesehen habe? Nee, der war schon zum Studio gegangen, bevor ich wieder bei der Wachstation war. Sagen Sie uns, was als nächstes passierte. Da bis 17 Uhr war ich am Haupteingang. Okay. Der Mord geschah, war um 14.30 Uhr. Das weiß ich. Okay, das haben wir nicht so. Das finde ich interessant, denn um 14 Uhr kam ein Mann bei mir vorbei. So, da fragen wir jetzt erstmal nach. 14 Uhr, sind Sie sich sicher? So wahr ich hier stehe. Nun, wer war der Mann? In Ihrem Alter sollten Sie nicht mehr so viel aufregen. Es könnte was kaputt gehen. Kann man schon mal dem Richter sagen, das ne? Es könnte was kaputt gehen. Na, bevor die Dienstbolzen auf mich loslegen. Ich sag's ja schon. Es war Powers. So. Jetzt fragen wir nach, ob sie sich sicher war, dass es Powers war. Würde sie sagen, ja? Sie haben Herrn Powers gesehen. Das habe ich doch schon gesagt. Haben Sie Wachs in den Ohren? Nick, das ist deine Chance. Ja, es ist Zeit für die Geheimwaffe. Ich sag es nochmal, er war's. Es war Powers, der Mann dort, und er ging in Richtung Studio. So, achso, hier können wir uns noch mal ganz kurz was angucken, den Autopsiebericht. Genau, 15.10.14.30, wie sie auch gesagt hat gerade und wie Gam schon am Anfang zusammengefasst hat, Speer war die Todes. Kann man sagen, durchstach die Brust. Da ist man ziemlich tot. Dann haben wir den Übersichtsplan, brauchen wir nicht weiter. Dann haben wir den Kartenschlüssel, Gewehrzutritt in Studio 1, ist der von Powers gewesen. So, und da ist das Foto. Und das ist... Foto Nummer 2 um 14 Uhr, okay. Und dann haben wir noch die Waffe.
Ja. Okay, ja, dann präsentieren wir erstmal dieses Foto. Lassen Sie mich was klarstellen, Großmama, Frau Oldbeck. Seit gestern sagen Sie, dass Sie Herrn Powers gesehen haben, richtig? Und Sie meinen damit den Mann auf diesem Foto, nicht wahr? Moment bitte, Herr Wright. Geben Sie mir bitte das Foto. Ja. Das könnte ja nur jeder sein. Wer ist das genau? Niemand anderes als der Steel Samurai, Verteidiger von Neo Old Tokyo. Frau Oldbeck, ist dies der Herr Powers, den Sie gesehen haben? Natürlich. Hat Ihre Mutter Ihnen denn gar nichts beigebracht, Junge? Jeder kann doch sehen, dass das Powers ist, oder? Ja. Eindeutig. Nun, also ich frage mich... Es stimmt, dass Herr Powers die Rolle des Steel Samurai spielt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er der Steel Samurai ist. Das weiß ich doch. Ich bin nicht von gestern. Niemand in diesem Gericht hat das behauptet, Frau Zeugin. Er mag sie scheinbar nicht mehr Oldbeck nennen. Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass die Person auf dem Foto Herr Will Powers ist. Sie alter Schnüffler. Natürlich kann ich's beweisen. Was? Hä? Selbst Edgeworth ist überrascht. Die Anklage würde die Alte, die Zeugin, gerne um etwas bitten. Sie hätten uns vor dem Prozess alles sagen müssen, was Sie wissen. Woher hätte ich ahnen können, dass Sie so neugierig sind? Sie alle sollten sich schämen. Ich habe das Foto jedenfalls dem jungen Inspektor gezeigt. Und er sagt mir, das ist kein brauchbarer Beweis, meine Liebe. Er hat es noch nicht mal genau angesehen. Wow, die alte Labertasche macht sogar Edgeworth sprachlos. Die ist klasse. Dann klären Sie uns mal über Ihren Beweis auf. Ja. Ich sage niemals Sachen, die ich nicht meine. Merken Sie sich das. An dem Morgen während des Probedurchlaufs der Actionszene sah ich, wie Powers einen Fehler machte und hinfiel. Okay. Dabei ging eine der Requisiten zu Bruch, ein ziemliches Chaos. Es sah so aus, als hätte er sich dabei den Knöchel verstaucht. Aha. Jetzt sehen Sie sich das Foto an. Man kann sehen, wie er sein Bein nachzieht. Sehen Sie? Ist ganz eindeutig. Daher wusste ich, dass es sich um Powers handelt. Zufrieden? Ja, nee. Er hat sich also den Knöchel verstaucht? Na schön, Herr Wright, Sie können die Zeuge nun ins Kreuzverhör nehmen. Irgendetwas verheimlicht sie. Ich greife sie an, bis sie kreischt. Das sind auch so Sätze, die ja, man nicht ich in jedem gut. Kontext sagen kann. Finde ich sehr gut. So. Okay. Ich sage niemals Sachen, die ich nicht meine. Wir greifen sie mal an, bis sie kreischt. Gerne groß. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich werde Ihnen zeigen, dass ich niemanden hinter seinem Rücken beschuldige. Alles, was ich gesagt habe, ist die reine Wahrheit. Reiner geht's nicht. Die heutige Jugend, immer wird gemeckert, wenn man mit Finger auf andere zeigt. Für alte Leute gibt's gar nichts mehr heute. Herr Wright, bitte uns allen zuliebe, versuchen Sie nicht, die Zeugen zu verärgern. Ich glaube, Edgeworth hat seinen Meister gefunden. An dem Morgen, wenn das Problem ist, sah ich, wie Powers einen Fehler macht und hinfiel. Oh, mal nachfragen. Machte einen Fehler und fiel hin. Ja, und so jemand soll der Steel Samurai sein? Was für ein Lacher. Powers verstauchte sich also seinen Knöchel. Ich half ihm natürlich, damit es wieder besser heilte. Ich half ihm natürlich? Sie halfen, damit es wieder besser heilte? Ich küsste ihn dort, wo er sich wehgetan hat. Dann überspringen wir doch einfach diesen Teil am besten, in Ordnung? Wo war die Assistentin zu diesem Zeitpunkt? Oh, sie reinigte gerade ein paar Requisiten, glaube ich. Sie bekam vom Powers-Unfall nichts mit. Das ist ein Zufall. Sie dürfen mit Ihrer Aussage fortfahren. Okay, da ging was zu Bruch. Was ging denn zu Bruch? Er machte eine Requisite kaputt. Und ob? Sein Samurai-Speer. Sein Samurai-Speer? Die Mordwaffe? Zum Glück konnte ich ihn mit meinem Klebeband wieder reparieren. Wir haben ihn doch. Das scheint mir ein wichtiges Detail zu sein.
Das sollte ich besser in der Gerichtsakte festhalten. Samurai-Sperren-Gerichtsakte aktualisiert. Aber ist der denn kaputt? Naja, also scheinbar haben wir ja das jetzt erst geupdatet, oder nicht? Warte mal, was haben wir denn? Haben wir den Samurai-Sperr? Ja, ein Bruch im Schaft wurde mit Klebeband operiert, aber dann kann doch damit niemand umgebracht worden sein. Also, ich meine, wenn man damit jemanden erstechen will, dann... Weil es nicht stabil genug ist, meinst du? Ja, wäre jetzt mein Verdacht. Also dann kann das vielleicht gar nicht die Mordwaffe sein. Na, was hat sie denn noch zu sagen? Wenn man so weiter... Als hätte er sich den Knöchel verstaucht. Oh, was hat er? War Herr Paus Knöchel stark verstaucht? Es war nicht so schlimm, dass er nicht mehr gehen konnte. Er ging in seine Umkleide, um sich nach dem Mittagessen etwas auszuruhen. Daher das Nickerchen. Jedenfalls zog er seinen Fuß nach, als er ging. Er zog seinen Fuß nach, okay. Ich glaube, wir haben genug gehört. Nicht wahr, euer Herr? Nun, es gibt noch eine Sache, die mich stört. Und die wäre? Wo befindet sich das Kostüm des Stil-Samurai jetzt? Ja, also um ehrlich zu sein, wir haben es nicht gefunden. Oh. Aber wir suchen noch danach. Das ist ohnehin nebensächlich. Ja, stimmt. Die Zeugin sah den Stil-Samurai zweifellos. Und es ist eindeutig, dass die Person im Kostüm des Stil-Samurai Herr Will Powers war. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Sind Sie sicher, dass Sie sicher sind, euer Ehren? Da erheben wir doch mal einen Einspruch. Würde ich auch sagen. Moment mal! Wir reden hier über Möglichkeiten. Das Foto aber zeigt klar den Stil-Samurai. Nirgends auf dem Foto kann man Herrn Will Powers erkennen. Ist so. Die Verteidigung hat recht. Könnte nicht auch ein anderer, der nicht fotografiert wurde, Herr Hammer getötet haben? Die Möglichkeit sollten wir in Betracht ziehen als Gericht und Ordnungsinstitution. Andererseits will ich jetzt früh nach Hause, ja. Schuldig. Und dann gestatten Sie mir, diesen Zweifel bei Ihnen auszuräumen, Herr Ehren. Würde die Zeugin bitte mit ihrer Aussage fortfahren? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Okay. Fortsetzung. Der arme Hammer starb um 14:30 Uhr, nicht wahr? Ja. Die einzige Person, die ich davor zum Studio gehen sah, war Will Powers. Ja. Sonst ging niemand dorthin. Okay. Wäre es anders gewesen, hätte ich jemanden gesehen. Ja, naja. Aber wir haben noch ein anderes Foto. Also das können wir gleich nochmal... Wenn also niemand sonst zum Studio gegangen ist, muss es der Stil-Samurai gewesen sein. Herr Wright, Sie können die Zeugen ins Kreuzfeuer nehmen. Wie gesagt, das ist ja Foto Nummer 2, ne? Das wäre jetzt mein Punkt. Ach so, dass du meinst, es muss noch jemand anders da gewesen sein. Naja, aber die Kamera ist ja ausgelöst. Also, okay, Foto Nummer 2. Willst du sie gleich darauf festnageln? Weil das wäre ja dann... Wäre das dann das? Erstmal fragen wir nochmal nach. Sind Sie sich da absolut sicher? Oh, sehr sicher, Jungchen. Kein Verdächtiger ist dort vorbeigekommen. Niemand. Kein Verdächtiger, na schön. Sonst ging niemand dorthin. Die einzige Person, die ich davor zum Spiel gehen sah, war Will Powers. Will Powers, sonst ging niemand dahin. Und wäre es anders gewesen, hätte ich jemanden gesehen. Also sie sagt eigentlich dreimal, da war niemand. Ja, also, aber das hier ist ja, wäre es anders gewesen, hätte ich jemanden gesehen. Und es muss ja jemand da gewesen sein. Es muss ja anders gewesen sein. Ja. Also sie muss ja jemanden gesehen haben, was sie aber nicht tat. Also lügt sie. Vielleicht. Oder sie hat einfach niemanden gesehen. Fragen wir mal nach. Was? Sind Sie sich sicher? Das ist immer eine gute Frage, right? Die Zeugin hat die Frage bereits beantwortet. Jeder, der ins Studio ging, musste an der Zeugin vorbei. Das stimmt, Jungchen. Gib sie ihm, Edgy-Boy. Edgy-Boy. Digga. Die alte Labertasche hat Eier, oder? Du weißt schon, was ich meine. Alte Labertasche übersehen gern wichtige Details. Oder sie vergessen sie ganz, so wie hier. Wie praktisch. Vielleicht etwas, worauf du dich schon freuen kannst? Okay. Also ich würde jetzt, ich präsentiere einfach nochmal das... Oh ne, was haben wir denn hier noch? Ja, den Übersichtsplan, Autopsie, Pausfoto. Steht da übrigens? Da steht ja das mit der 2. Ne? Ja, da steht das. Foto Nummer 2, ja. Ich präsentiere das mal gucken, was passiert. Da, Musik ist auf jeden Fall weg. Warten Sie.
Sehen Sie sich nochmal dieses Foto an. Es wurde von der Kamera am Tor zu den Studios gemacht, nicht wahr? Jawohl ja, Jungchen. Jawohl ja. Wann immer also jemand hier vorbeikommt, macht sie automatisch ein Foto. Und ich dachte schon, Sie wissen nicht mal, wo oben und unten ist. Gut, wie auch immer. Außerdem nimmt der Computer in der Wachstation alles auf, was die Kamera filmt, oder? Oh, wenn Sie im Studio anfangen wollen, können Sie da vielleicht was machen. Und von eben diesem Computer stammt auch dieses Foto. Mhm. Auf der Rückseite steht 15. Oktober, 14 Uhr, Foto Nummer 2. Sogar ich weiß, was das heißt. Es wurde um 14 Uhr am 15. Oktober gemacht, Jüngchen. Ich auch. Es geht mir aber mehr um das, was am Ende steht. Foto Nummer 2. Foto Nummer 2? Der Computer hatte an dem Tag nur ein Bild gespeichert. Finden Sie das nicht seltsam? Das Foto müsste Foto Nummer 1 heißen, wenn es tatsächlich nur dieses eine Foto gäbe. Oh ja, hat er recht. Hat er recht, Foto Nummer 1 und 2. Die 2 kommt auch davor. Ruhe, Ruhe! Erklären Sie bitte dem Gericht, was Sie damit meinen, Herr Wright. Um ehrlich zu sein, würde ich das gerne die Zeugin fragen. Dieser Beweis zeigt, dass nicht eine, sondern zwei Personen zum Studio gehen. Nee, das ist falsch. Wieso? Mindestens. Also mindestens. Wir könnten ja auch noch mehr auf dem einen Foto, aber es sind auf jeden Fall zweimal Leute dahin gegangen. Auch wenn nur ein Foto verfügbar ist. Wer hätte das andere Foto löschen können? Nur jemand mit Zugang, die Wachfrau höchstpersönlich. Pass nicht auf, was Sie sagen, gerne groß. Die einzige Person, die ich an diesem Tag gesehen habe, war Will Powers. Aber die Torkamera machte zwei Fotos, also sind zwei Personen vorbeigekommen. Nun ja, das war wohl wegen... Kann die Zeugin das bitte dem Gericht erklären? Ich verstehe diesen neumodischen Computerkram nicht. Edgy-Boy, Hilfe! Hä? Glauben Sie mir, das würde ich gerne, aber ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Großartige Hilfe. Sie sind genauso ein gerne groß. Cool. Gerne groß. Ist alles in Ordnung, Frau Ulbeck? Ah, ja klar. Mir ist gerade was eingefallen. Natürlich, den Leuten fehlt immer noch was ein. Lassen Sie mich raten. So funktioniert das. Es muss jemand anderes am Tor vorbeigekommen sein als der Stil-Samurai. Nun ja, das könnte man so sagen. Ja, das gibt's doch nicht. Die hat gelogen, die Alte. Bringt sie um. Verbrennt die Witch. Ich verstehe. Ihre Aussage bitte. Die gibt's aber erst in der nächsten Folge. Andere Person. Oh, das ja. Ist Gemeinheit. Eben dachtet ihr noch hier, jetzt Butter bei die Fische. Ich wieder ein paar Tage warten, bis es weitergeht. Ah. Also ich nicht. Nee, du nicht, weil wir machen jetzt direkt weiter, würde ich sagen. Weil ich finde es sehr, sehr spannend. Aber wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Bis dahin. Old Back. Edgeworth!